Gourmet Festival 2013. Da darf natürlich nicht die Gourmet-Fraktion fehlen. Aber was ist denn genau die Gourmet-Fraktion? Die Gourmet-Fraktion, das ist eine Vereinigung von Köchen, die sich also gefunden haben, die sich was auf die Brust geschrieben haben und haben gesagt, wir möchten gerne einfach unter den Gleichgesinnten was erarbeiten, geschweige denn haben wir uns auch die sogenannten 6 Gebote einfach mal aufgeschrieben, notiert und gesagt, wir arbeiten daran. Das heißt also, möglichst keine Convenience benutzen, keine Farbstoffe benutzen, keine Zusatzstoffe, frische, regionale, saisonale Küche und das Ganze dann nach außen bringen mit einem hohen Level vom Niveau. Die Gourmet-Fraktion hat fast eine kleine Brücke hier mit Restaurants verschiedenen angeboten. Welche Köche und was wird denn den Kunden hier kreiert? Also wir haben zum einen den David Kikelus aus Dortmund vom Phoenix. Der hat Hummer mit schwarzem Knoblauch, Avocado und Orange. Dann haben wir Schoko aus Berlin, aus einer junge Dame, möchte ich mal sagen, aus dem asiatischen Bereich, die wir also dazu, oder sie hat sich dazu gebracht, eine Trüffel-Champagner-Weißwurst im Asia-Style zu machen mit Lachs und Kokostofu. Dann haben wir einmal den Küchenchef direkt hier aus der Stadt, aus dem Sheraton am Airport. Der macht gegrillten Zander an Flünz-Ravioli. Dann kommt heute noch zu Besuch Herbert Bröckel, der macht ein schönes, leckeres Wildgericht. Und der Herr Kupki und meine Wenigkeit, wir machen ein Café als Parfait geschichtet, was ich in Wien erlernen durfte.